Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir haben uns in den letzten Videos einige Design-Patterns angeschaut und eben gesehen, dass wir in bestimmten Programmiersituationen auf bewährte Konzepte zurückgreifen können, die uns einerseits das Denken erleichtern, weil wir einfach bloß sehen, okay, hier diese verschiedenen Funktionalitäten könnte ich über Commands abbilden oder ich brauche eine Undo-Funktionalität, dafür ist das Memento-Pattern geeignet. Oder ich mache Datenzugriff, vielleicht kann ich hier Repository und Unit of Work einsetzen, um meinen Nutzercode von den Persistenzmedien zu abstrahieren. Und diese Design Patterns bieten eben nicht bloß die Möglichkeit für uns Entwickler, dass sie uns Arbeit abnehmen. Das heißt, sie geben schon mal eine Lösungsstrategie vor, wie wir an ein konkretes, im Programmieralltag häufiger vorkommendes Problem herangehen können. Sie bieten auch zusätzlich, wie schon erwähnt, die Möglichkeit, dass wir uns mit anderen Entwicklern viel effektiver unterhalten können, wenn wir eben über Repositories und Unit of Works reden. Es geht einfach darum, dass wenn beide Entwickler oder alle beteiligten Entwickler dieselbe Sprache sprechen, kann man über ganz andere Dinge plötzlich reden, die eben Strukturen im Code wiedergeben, als wenn man das sozusagen aus dem Bauch raus macht und seinem Gegenüber erstmal in 40 Minuten erklären muss, so wie ich das im Video gemacht habe, was denn eigentlich ein Repository und was eine Unit of Work ist. Der Punkt, den man trotzdem immer beachten sollte, ist, dass diese Design Patterns nicht in Stein gemeißelte Gesetze sind. Wir müssen als Programmierer immer darauf achten, dass wir, wenn wir eben bestimmte Funktionalität umsetzen und dabei Design Patterns einsetzen, ob das auch wirklich zu unserem jeweiligen konkreten Kontext passt. Ja, es kann natürlich sein, dass wir bestimmte Patterns für unseren aktuellen Kontext anpassen müssen. Das kann aber auch durchaus heißen, dass vielleicht ein Pattern, das man zunächst ausgewählt hat, vielleicht doch gar nicht so gut zur Lösung der Situation eingesetzt werden kann. Und ich würde Ihnen deshalb immer raten, wenn Sie, also ich sag mal zu 90-95% im Programmieralltag sind Patterns super, weil man bei vielen Applikationen eben auf dieselben Probleme stößt und man kann dann eben über Patterns sagen, okay, ich löse das so und so, und wenn man eben die restlichen Prinzipien des objektorientierten Designs auch noch befolgt, dann kann man sogar sagen, okay, ich habe mir jetzt eine allgemeine Version, zum Beispiel ein Repository of T und eine Unit of Work of T geschrieben für einen bestimmten konkreten Fall und die pushe ich jetzt in eine Bibliothek, damit ich sie in allen Projekten, die ich potenziell schreibe, eben einsetzen kann. Und genau das ist natürlich auch das Ziel von Design Patterns, genauso wie von den Prinzipien, Code einfach zu gestalten, leicht verständlich zu gestalten, auch wenn dieser Code vielleicht nicht intuitiv ist. Genauso wie bei den Solid Principles habe ich einige Aha-Erlebnisse gehabt, einige Bewusstseinserweiterungen, bis ich dann gemerkt habe, Mensch, dieser Code ist ja viel besser als mein Alter, der ist viel flexibler und eigentlich trotzdem leicht zu verstehen, aber ich wäre von alleine nie drauf gekommen, dass ich meinen Code nach diesen Prinzipien und Mustern strukturiere. Dennoch, bitte übertreiben Sie es nicht, seinen kompletten Code nach Design Patterns zu strukturieren und vielleicht auch noch sämtliche Prinzipien, die wir hier besprochen haben. Wir haben ja nicht bloß die Solid Prinzipien gehabt, wir haben im Verlauf der Vorlesung ja auch andere Prinzipien, auf die ich hier jetzt in den Videos nicht direkt eingegangen bin, weil ich eben sie schon in früheren Videos erwähnt habe, wie zum Beispiel das Don't Repeat Yourself, das Dry Principle, wie kann ich sozusagen Code-Duplizierungen bei mir vermeiden, wie kann ich dafür sorgen, dass eine Information an genau einer Stelle steht in meinem System. Dann Favor over Composition over Inheritance, das Hollywood Principle haben wir besprochen. Tell, don't ask ist ein anderes Prinzip, auf das ich jetzt aber nicht genauer eingehen will. Keep it simple and sweet, das KISS, das ist eben
auch eigentlich ein Prinzip, das so ein bisschen gegen den generellen Trend von diesen anderen Prinzipien und Design-Patterns läuft. Das heißt, wenn wir jetzt mal bei diesem stehen bleiben, wir sollten unseren Code so einfach wie möglich halten. Und das heißt meistens, meines Erachtens auch, dass man nicht blind versucht, die Solid Principles, die anderen Design-Prinzipien, die ich hier erwähnt habe, und die Design-Patterns in seinen Code reinzupressen. Irgendwann kann man durchaus mal sagen, okay, diese Klasse, die erfüllt jetzt vielleicht zwei Funktionalitäten und ist trotzdem noch 80 Codezeilen lang und deswegen leicht zu verstehen. Und deswegen ist es okay, wenn wir hier jetzt mal eine Ausnahme vom Single Responsibility Prinzip machen. Oder wir haben mal eine If-Else-Verschachtelung mit drei Strukturen. Also wir haben If, If-Else, Else. Das ist vollkommen okay, wenn man sowas mal in den Code einbaut und nicht unbedingt sofort aufs OCP und sozusagen diese polymorphen Aufrufe, die große If-Else- oder Switch-Strukturen ersetzen, aufspringt. Prinzipiell sollten sie aber schon in diese Richtung gehen, damit sie eben riesige Klassen, und mit riesig meine ich mittlerweile eigentlich schon alles, was über 100 Zeilen lang ist, meines Erachtens. Also ich habe es auch schon mal in dem vorigen Video erzählt, meine Klassen waren, als ich angefangen habe zu programmieren, 1200 Zeilen war relativ gewöhnlich. Dann habe ich das so ein bisschen runtergedrückt auf, was hatte ich denn dann, so 500 bis 600 Zeilen, und mittlerweile bin ich bei unter 100 angekommen. Und einfach weil ich immer in die Richtung dieser Solid Prinzipien gehe und versuche Design Patterns anzuwenden, wo ich es für sinnvoll erhalte, und das resultiert dann einfach nur mal in sehr kleinen Klassen und dafür sehr viele und natürlich auch sehr viele Interfaces, damit ich eben die notwendigen Schnittstellen habe, damit ich flexibel meinen Code erweitern kann, einfach über das Decorator-Prinzip beispielsweise. Ich habe eine bestehende Funktionalität, ich schreibe einfach eine neue Klasse, die dasselbe Interface implementiert, dann eben das ursprüngliche Objekt kapselt, die Aufrufe weiterleitet und vor und nach diesen Aufrufen bestimmte andere Sachen machen kann. Zum Beispiel gucken, ob der Nutzer authentifiziert ist oder gucken, ob ich bestimmte Sachen loggen muss und so weiter. Und damit kann ich flexibel auf neue Situationen reagieren. Meine einzelnen Klassen sind klein. Man kann sich sozusagen zumindest leicht in den Code reinhangeln. Der Code wird dadurch nicht wirklich kürzer, meines Erachtens. Also wenn ich vorher 100.000 Zeilen hatte, dann habe ich vielleicht danach 98.000 Zeilen, weil ich möglichst viele Code-Duplikate eliminiert habe. Aber prinzipiell bleibt die Komplexität erstmal gleich, ob ich jetzt diese Prinzipien und Design-Patterns, die wir angesprochen haben, eben einsetze oder nicht. Der Punkt, auf den ich noch hinaus will, ist aber, seien Sie in dieser Hinsicht kein Perfektionist. Ihr Code soll einfach lesbar und einfach verständlich sein. Das ist meines Erachtens mit das Wichtigste. Warum? Damit notfalls auch ein anderer Entwickler an Ihrem Code arbeiten kann. Und sorgen Sie eben dafür, dass Sie in 30 bis 40 Design-Patterns trainiert sind, die Sie eben mehr oder weniger in Ihrem Handwerkskasten haben. Und mit diesen Design-Patterns können Sie dann eben nicht bloß sich kognitive Arbeit ersparen und leichter mit Ihrem Kollegen reden, sondern Sie haben auch die Möglichkeit, dass Sie, wenn Sie eine Aufgabenstellung bekommen, wie eine Software auszusehen hat, dass man schon mal zumindest grob skizziert, okay, wie kann ich denn die einzelnen Bereiche, die wir jetzt hier vor uns als Teilprobleme haben, vielleicht auf Design-Patterns abbilden und diese dann zusammenführen, damit die eben die komplette Applikation darstellen. Also man kann dann zum Beispiel sagen, okay, hier mache ich ein Repository in Unit of Work, weil wir auf unterschiedlichen Datenbanken laufen müssen, und dann machen wir beispielsweise hier Commands, damit wir sozusagen diese leicht im User Interface aufrufen können. Unsere Cross-Cutting Concerns wollen wir über Decorators machen und so weiter.
Und so kann man eben mit Design Patterns sehr einfach dann auch schon das Layout oder das Grobdesign für eine neue Applikation gestalten und sich überlegen, wie man an bestimmte Teilbereiche rangeht, ohne dass es wirklich eine große Denkaufgabe für uns als Programmierer ist. Ja, damit sind wir am Ende für die Design Patterns für diesen Abschnitt. Wir werden in den nächsten Videos uns noch einen kurzen Überblick über automatisiertes Testen verschaffen und danach geht es weiter mit C++. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald.